Hallo Freunde, ich bin's mal wieder, der Alex. So, ich habe wieder was ganz Interessantes gefunden im Internet. Ich habe ja eigentlich überwiegend nach 125 Kubikrollern Ausschau gehalten, aber für mich ist auch sehr interessant eine 125 Kubik Straßenmaschine, beziehungsweise für andere Leute und für die Leute, die meinen Kanal gucken, vielleicht auch, weil es gibt ja auch ganz tolle 125 Kubik Maschinen, die geschaltet werden mit Sechsgangschaltung, Fünfgangschaltung. Schopper gibt es ja keine neuwertigen mehr, die man da kaufen kann, glaube ich, oder wenige. Aber von diesen Straßenmaschinen, da gibt es ja doch noch einiges. KTM und wie sie alle heißen, die ganzen Hersteller. So, ich habe jetzt eine ganz tolle Maschine gefunden von SWM. Die wird wohl in Italien hergestellt, die Maschine, so viel ich weiß. Hat ein ganz tolles Design. Hat die volle 15 PS und ich weiß, weil ich nämlich nachgeguckt habe, die hat letztes Jahr hat die gekostet 4.400 Euro, konnte man die kaufen. 4.449 Euro war die letztes Jahr im Internet drin gewesen. Was sie dieses Jahr kostet, weiß ich nicht so ganz genau, müsste ich gleich nochmal nachschauen. Aber ich habe, glaube ich, gesehen, 4.400 oder 4.300 Euro bei einem Händler in der Nähe bei Oberhausen. Ich glaube, 4.300 Euro mit Lieferung. So, aber diese Maschine steht bei mir in Leverkusen. Der Mann hat sich die Maschine gekauft. Seine Frau sollte wohl da mitfahren, so viel ich gehört habe oder jetzt mitbekommen habe. Die möchte nicht, kann nicht oder auf jeden Fall wird die Maschine jetzt wieder verkauft. Die ist ja sozusagen im neuwertigen Zustand, hat gerade mal 60 Kilometer gelaufen oder sowas, also sehr wenig Kilometer. Und von daher fahre ich dahin, habe mit ihm Termin gemacht. Und für euch ist es ja jetzt gleich. Und dann sage ich mal, bis später. Ich zeige euch auch mal, wo ich die Maschine gefunden habe. Und ich habe natürlich die Telefonnummer da abgeblendet, beziehungsweise die Artikelnummer. Weil ich glaube mal nicht, dass der Herr da möchte, dass die Telefonnummer da viele Jahre im YouTube immer wieder erscheint. Ihr könnt ja selber nachgucken, die Annonce ist bei eBay Kleinanzeigen momentan aktuell. Wenn sie nicht mehr drin ist, ist die Maschine schon verkauft, was wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lässt. Ich fahre dahin, zeige sie euch, führe sie euch vor. Bis später. Hallo, so, da habe ich wieder was ganz Interessantes gefunden auf eBay Kleinanzeigen. Und zwar eine SWM Gran Milano 125 Outlaw. Das ist ein ganz tolles Modell, volle 15 PS hat die. Euro 5, nagelneue Maschine. Ich glaube 60 Kilometer gelaufen. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Neuwertiger Zustand. Sollte wohl für die Frau sein, die jetzt wohl aber nicht mehr möchte oder sich das wohl anders vorgestellt hat. Auf jeden Fall, ich habe mit dem Thomas gerade eben hier telefoniert. Ist ein sehr netter, sympathischer Typ. Ist auch schon seit 2016 aktiv. Zufriedenheit top, freundlich, besonders zuverlässig. Und dann fahre ich da mal hin und schaue mir die Maschine an und dann gucken wir mal. Vor allen Dingen der Preis ist toll. Also 3.350 Euro für eine nagelneue Maschine. Das ist ein sehr guter Preis, würde ich mal sagen. Und von daher fahre ich dahin, habe mit ihm einen Termin vereinbart, habe ihm auch gesagt, dass ich ein paar Aufnahmen machen möchte, weil die Maschine für mich sehr interessant ist, für meinen YouTube-Kanal. Ja, ich fahre hin, mache eine Probefahrt und werde euch berichten. Bis später. So, hier ist sie, die wunderbare Maschine. Ja, in absolut neuwertigem Zustand. Ist ja auch neu, 60 Kilometer, etwas mehr. Wie alt ist die jetzt, die Maschine? Die ist jetzt im Mai zugelassen. 31.05. ist sie zugelassen. Ja. Ja, also auch erst vor 2 Monaten oder irgendwie sowas. Ja, 2,5 Monate. Und volle 15 PS, 11 kW, ja, hat die, glaube ich, ja. Womit ist die angegeben? 105 km/h oder irgendwie sowas, Ja, ja. 100, ich glaube 100, meine 110, aber ausgefahren haben wir sie noch nicht. Ja, sollen wir ja auch noch nicht, Nee. am Anfang.
Ja, da bin ich aber schneller. Ich bin 60 gefahren. Dann bin ich die Schnellste. Ich bin die Schnellste, war 60 bei mir. Ja, das finde ich ja wunderbar. Hier diese Edelstahl-Auspuffanlage. Wahnsinn, ja. Richtig Edelstahl. Hat man lange Freude mit, ne? Ja, vor allen Dingen von vorne bis hinten Edelstahl. Also durchgehend Edelstahl. Das ist ganz selten, das gibt es kaum noch. Und vor allen Dingen wassergekühlter Motor. Das ist natürlich auch herrlich, ja. Ach, Display ist ja auch noch an, da können wir da ja auch mal drauf filmen. Ja, 64 Kilometer sind jetzt drauf auf dem Tacho. So, prima. So, Freunde, dann wollen wir jetzt am Ende nochmal wieder ein kleines Fazit ziehen über die SWM 125 Outlaw. Was sag ich zu der Maschine? Wie ist sie gewesen? Ja, ich habe die Probefahrt ja jetzt gemacht. War da gewesen, habe mir alles angeguckt. Die Maschine ist in einem Top-Zustand. Die ist wie nagelneu. Ich meine, gut, die ist ja auch neu. Aber die ist auch selbst diese 60 Kilometer oder ein bisschen mehr, was sie jetzt gelaufen hat. Nach der Probefahrt von mir ist ja klar. Selbst diese wenigen Kilometer ist sie vernünftig gefahren worden. Kompression ist voll da. Kupplung ist toll. Gänge gehen sauber, alles rein. Ganz tolle Maschine im neuwertigen Zustand. Netter Verkäufer, nette Verkäuferin, alles zwei nette Herrschaften, also ganz toll die Maschine. Mir hat das super gefallen, die Probefahrt. Von mir für die Maschine ganz klar eine Kaufempfehlung. Für mich kommt sie leider nicht in Frage, das sind aber persönliche Gründe, warum ich das nicht möchte. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Maschine nicht in einem vernünftigen Zustand ist. Die Maschine ist also top, kann man super kaufen, würde ich glatt empfehlen, ja. Ihr müsst dann selber gucken, ob sie noch drin ist im Internet. Könnt ihr ja danach schauen. Wenn sie nicht mehr drin ist, dann ist sie halt verkauft. Aber Gänge gingen super rein, wie gesagt. Höchstgeschwindigkeit oder überhaupt ganz schnell bin ich natürlich nicht gefahren. Die Maschine ist ja in neuwertigen Zustand. Da fährt man ja nicht wie so ein Verrückter mit durch die Gegend. Die muss ja erstmal schön eingefahren werden. Und das müsste dann wohl ein anderer übernehmen. Ja, Bremsen waren ganz toll gewesen. Hat mir gut gefallen. Sitzposition ist sehr gut. Vor allen Dingen, man kann richtig schön wie auf so einem Shopper kann man da drauf sitzen. Und man hat die den Popo kann man da hin tun, wo man selber möchte. Da ist ja fast eine durchgehende gerade Sitzbank. Da ist so ein kleiner Höcker drin. Aber im Grunde kann man sich da hinsetzen, wo man selber möchte. Ja, und natürlich ganz toll ist die Auspuffanlage. Schöner Sound. Ja, ganz toll der Sound und komplett aus Edelstahl. Von vorne bis hinten aus Edelstahl. Da müsst ihr euch mal vorstellen, wo gibt's sowas noch? Ja. Und dann ganz toller, kraftvoller Sechsgang, wassergekühlter Motor. Erinnert mich so ein bisschen an den Motor von der Aprilia. Kann sein, dass das vielleicht sogar genau derselbe Motor ist. Der sieht auch von der Bauart her, von der Optik sieht der genauso aus. Ja, und kommt aus Italien. Liegt doch ganz nahe. Vielleicht ist das auch so ein Motor, den Aprilia auch in ihren Maschinen drin hat. Ja? Natürlich, die Maschine muss natürlich ein bisschen gedreht werden. Ja? Das ist jetzt nicht so eine Maschine, die von unten raus stark kommt. Ja? Aber es ist ja eben halt auch eine 125er und ist halt eine Maschine, die Drehzahl wohl sehr gerne mag. Ich habe sie natürlich jetzt nicht gedreht. Wie gesagt, die ist ganz neu. Aber man merkt schon, dass oben rum wesentlich mehr kommt als unten. Ja? Aber ist toll zum Fahren. Sechsgangschaltung, ja. Und was gibt's noch? Tachoinstrumente waren ganz toll ablesbar. Ja. Das kann ich nur dazu sagen. So, ich hoffe, das war hilfreich für euch gewesen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn nicht, abonniert meinen Kanal. Bei mir geht's überwiegend um 125 Kubik Roller, beziehungsweise 125 Kubik kleine Motorräder. Auf jeden Fall alles mit 125 Kubik und alles, was man mit dem neuen B196 Führerschein fahren darf. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Alex. Ja, und so, was ich noch vergessen habe, denkt dran, gleich um 12 Uhr findet das Rollertreffen statt. Rollertreffen.
unter der Stelzenautobahn, unter der Stelzenbrücke, Marienburger Straße, 12 Uhr. Bis gleich.